Hochgeschätzte Generalität, Admiralität, sehr geehrte Damen und Herren, wir setzen fort. Ich darf ankündigen den Vortrag des Herrn General Kujat. Herrn General Kujat eilt im österreichischen Bundesheer ein besonderer Ruf voraus. Generationen von Generalstabsoffizieren haben ihr Grundlagenwissen in Sicherheitspolitik von dem Standardwerk Buchbinder Bühl-Kujat, Wörterbuch der Sicherheitspolitik. Das haben wir fast auswendig gelernt. Damit sind wir gut gefahren, haben damit auch kritische Ansätze gegenüber reinen Politikwissenschaftlern gehabt, weil hier so der strategisch-militärische Sachverstand und die nötige Portion Kritik dahinter auch verborgen war. Das hat uns bis heute geprägt. Wir haben die Wertschätzung, die unser damaliger Generaltruppeninspektor General Pleiner dem Herrn General Kujat gegenübergebracht hat, alles in allem sozusagen für uns eine Leitfigur in strategisch-militärischem, militär-, politisch-militär-, verteidigungspolitischem Denken. Es ist mir daher eine große Freude, Herr General, dass Sie heute zu uns sprechen und darf Ihnen das Podium überlassen. Haben Sie gesehen, wie dynamisch ich bin? Ja. Herr General Schizkowitz, ich freue mich, Sie wiederzusehen nach einem Jahr. Ich muss allerdings sagen, ich bin natürlich dankbar, dass wir Anzugerleichterung haben hier bei der Temperatur. Es hat nur einen Nachteil. Sie könnten vielleicht auf den Gedanken kommen, ich hätte in dem letzten Jahr zugenommen. Da muss ich Ihnen antworten, so wie die Ehefrau, die von ihrem Ehemann mit ihrem Freund zusammen im Bett erwischt wird und dem betrogenen Ehemann sagt, es ist nicht das, wonach es aussieht. So, meine Damen und Herren, Brigadier Dr. Peitsche, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss bei der Gelegenheit sagen, ich fühle mich ja hier schon richtig zu Hause, zumal ich viele alte Freunde hier, nein, nicht alte Freunde, frühere Mitarbeiter, den Admiral Stricker, den guten General vor mir hier, der mich freundlich anlächelt und natürlich meinen alten, das muss ich wirklich mal sagen, alten Freund, weil er genauso alt ist wie ich, den ehemaligen Generaltruppeninspektor, ist das richtig? Den General Horst, ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Ich freue mich sehr. Wir haben viel zusammen gemacht, muss ich bei der Gelegenheit mal sagen. Wir haben mal so eine Alpenallianz gebildet, nicht? Mit dem Schweizer Kollegen auch zusammen. Keine Alpenfestung, nicht? Das ist ja Geschichte, aber eine Alpenverbindung. So, und hierher gebracht hat mich ja eigentlich der General Milota, das muss ich dazu sagen, nicht? Der für mich bei einer anderen Veranstaltung eingesprungen ist und dann musste ich ja im letzten Jahr da auch sozusagen als Revanche dann hierher kommen, aber ich bin gerne wiedergekommen. So, lange Rede, fangen wir einfach mal an. Ich wollte einfach mal von dem Punkt Strategie und Wille weg hin zu Strategie, Wille und Außen- und Sicherheitspolitik. Und meine Anmerkungen heute, die beziehen sich auch überwiegend auf den außen- und sicherheitspolitischen Aspekt des diesjährigen Themas. Sie haben ja, das habe ich gelesen in der Einladung, schon das Clausewitz-Zitat aufgenommen, der Krieg ist ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. Und weiter, die Strategie ist entsprechend der Gebrauch des Gefechts zum Zweck des Krieges. Moltke hat ja das etwas anders formuliert. Er hat gesagt, die Strategie ist die praktische Anwendung der einem General zur Erreichung des vorgesehenen Ziels zur Verfügung stehenden Mittel. Der Begriff der Strategie findet allerdings heute eine sehr breite, ich würde geradezu sagen, eine geradezu inflationäre Anwendung. Vielleicht einigen wir uns darauf, dass die Strategie im Allgemeinen die Konzeption des eigenen Vorgehens ist, die dazu dient, ein politisches Ziel unter anderem mit zweckmäßigen militärischen Mitteln zu erreichen, in den Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und diejenigen Faktoren, die Einfluss auf das Erreichen des Ziels sowie auf das eigene Handeln haben, von vornherein einkalkuliert werden. Ich gebe zu, eine lange, komplizierte Definition, aber sie dient eigentlich dazu,
meine folgenden Ausführungen sinnvoll zu machen. Denn diese Definition erlaubt es mir festzustellen, dass die Strategie in einem demokratischen Staat jedenfalls der Umsetzung der Außen- und Sicherheitspolitik dient und die Streitkräfte ein Instrument dieser Politik sind. Deshalb hat Little Hart zum Beispiel den Begriff der höheren Strategie geprägt. Er sagt, höhere Strategie ist praktisch synonym mit der die Kriegführung bestimmenden Politik, unterscheidet sich aber doch von der Politik dadurch, dass diese das Ziel und den Zweck bestimmt. Der Begriff höhere Strategie bedeutet also eine Art Politik in der Ausführung. Denn ihre Aufgabe ist es, alle Kraftquellen einer Nation oder einer Allianz zu leiten, zu koordinieren, zu bündeln, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Helmut Schmidt hat übrigens dafür den Begriff der Gesamtstrategie geprägt. Also wenn man Strategie unter diesem konzeptionellen Entwurf sieht, als die Idee der Durchführung sozusagen sieht, dann umfasst eine zeitgemäße Gesamtstrategie alle politischen und militärischen Elemente, die zur Umsetzung einer ganzheitlichen, den sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen gemäße Außen- und Sicherheitspolitik eines Staates oder einer Allianz erforderlich sind. Also Bündnispolitik, Rüstungskontrolle und Abrüstung, Sicherheitsvorsorge durch die Beseitigung von Konfliktursachen, auch Entwicklungshilfe, auch die Anwendung wirtschaftlicher Macht, Rüstungsexport und militärische Ausbildung und aber nicht last not least natürlich auch den Einsatz militärischer Macht. Für den Erfolg einer Gesamtstrategie sind die Korrelation mit dem außen- und sicherheitspolitischen Ziel, die Abstimmung von Mittel und Zweck, die wechselseitige Synergie der Elemente sowie deren frühzeitiger Einsatz entscheidend. Je früher gehandelt wird, desto geringer ist der Aufwand. Im angelsächsischen Sprachgebrauch und damit auch in der NATO wird zwischen dem Strategic Concept und dem Op-Plan, also dem Operationsplan, dem eigentlichen fallbezogenen Operationsplan, muss ich sagen, der Strategie für einen bestimmten militärischen Konflikt unterschieden. Bis 1991 gab es in der NATO kein Strategic Concept. Maßgeblich waren lediglich die militärischen Strategien der sogenannten 14er Reihe des NATO-Militärausschusses, zuletzt also das Dokument 14-3, Flexible Response. Und erst kürzlich, vor 4 oder 6 Wochen, wurde wieder eine Militärstrategie im engeren Sinne, eben als Reaktion auf die Veränderung der sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen in Europa seit 2014 entwickelt. Das Strategic Concept als gemeinsame sicherheitspolitische Grundlage ist die allgemein verbindliche Konzeption der NATO und damit Ausdruck des politischen Willens der Allianz. Der Ablauf der Operationsplanung in der NATO verdeutlicht den Einfluss, den der politische Wille der Mitgliedstaaten selbst auf Details der geplanten Operationsführung hat. Denn die militärische Umsetzung erfolgt fallbezogen auf der Grundlage eines vom Militärausschuss erarbeiteten politischen Konzepts, dass das politische Ziel, die für den beabsichtigten Zweck erforderlichen militärischen Mittel und auch die Einsatzregeln definiert. Dieses dann von der Politik gebilligte Concept of Operations ist die Grundlage für den eigentlichen Operationsplan, der unter anderem die erforderlichen, in diesem Fall nationalen, Kräfte festlegt und somit von der Politik erneut angenommen werden muss. Somit hat auch der Begriff des Willens in diesem Zusammenhang 2 Ausprägungen. Im konzeptionellen Zusammenhang sind es Verständnis, Einsicht und Überzeugung, aus denen der Wille erwächst. Der Wille, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und dafür einen Plan zu entwickeln. In der Durchführung ist es die Stärke der Willenskraft und die Größe der zur Verfügung stehenden Mittel, im angelsächsischen Willpower and Firepower,
die über den Ausgang eines Krieges entscheiden. Clausewitz verwendet an einer Stelle, ich weiß nicht mehr wo, aber er verwendet an einer Stelle die Analogie des Messers, um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen. Er fragt also, ist es die Klinge, die tötet, also sind es die militärischen Kräfte, oder ist es das Heft, ist es der Griff, ist es die Willenskraft, also die letztlich entscheidend ist. Übrigens hat General Guderian das in ähnlicher Weise formuliert, indem er sagte, der Motor eines Panzers ist ebenso eine Waffe wie seine Kanone. Übrigens ist Guderian das klassische Beispiel sozusagen für die entscheidende Bedeutung des Willens in der Strategie. 1940 umging er entgegen dem Operationsplan des Oberkommandos der Wehrmacht die französischen Verteidigungsstellungen an der Maas und bei Sedan und stieß mit hohem Tempo bei weitgehend ungesicherten Flanken gegen Dünkirchen vor. Dieser schnelle strategische Vorschuss war ausschlaggebend dafür, dass die deutschen Hauptkräfte folgen konnten und leitete die Niederlage Frankreichs, Belgiens und der Niederlande ein. Nun ist der Wille an sich schon ein starker Antrieb. Aber nur ein militärischer Führer, der bereit ist, sich selbst und sein eigenes Schicksal zurückzunehmen, gegen Widerstände zu handeln und Entschlussfreude mit Mut und Zielstrebigkeit zu verbinden, nur der wird schließlich erfolgreich sein. Das gilt übrigens auch für den einfachen Soldaten, für den normalen Soldaten, sage ich einmal. Nämlich dann, wenn das Führen durch Auftrag die gültige Führungskultur ist. Führen durch Auftrag verlangt, dass der Soldat versteht, was sein Vorgesetzter von ihm erwartet. Führen nach Auftrag setzt die Einsicht in die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit des auszuführenden Auftrags voraus. Und sie vertraut darauf, dass der Soldat die Überzeugung gewinnt, dass er seinen Auftrag auch erfolgreich ausführen kann. Wir müssen noch einmal in den politisch-militärischen Bereich der Strategie zurückgehen. Genauer gesagt, zur Abschreckungsstrategie zurückkehren. Wegen ihres überwiegend politischen Charakters rechnen wir sie der höheren Strategie zu. Im Kern bedeutet die Abschreckungsstrategie die Fähigkeit und die Bereitschaft zur nuklearen Eskalation. Genauer, das Streben nach Eskalationsdominanz, um den Gegner vom Einsatz der jeweiligen Waffenkategorie abzuhalten. Mit Fähigkeit ist gemeint, dass ein breites Spektrum verschiedener, überlebensfähiger Einsatzmittel von der taktischen bis zur nuklearstrategischen Ebene zur Verfügung steht. Glaubwürdig ist die Abschreckung also dann, wenn es keine Zweifel am Willen derjenigen gibt, diese Waffen gegebenenfalls einzusetzen, die über ihren Einsatz entscheiden. Allerdings ist auch heute das Risiko des menschlichen und technischen Versagens nicht gebannt. Und ich neige immer mehr in zweifacher Hinsicht zu zweifeln an dieser Strategie. Erstens, in der Abschreckungsstrategie werden in erster Linie nicht die gegnerischen Streitkräfte bedroht, sondern die gesamte Bevölkerung wird sozusagen als Geisel genommen. Angesichts der Tatsache, dass das nuklearstrategische Gleichgewicht durch die beiderseitige gesicherte Zerstörungskraft, also der Mutual Assured Destruction, gesichert ist, kann man den Vorwurf wohl kaum entkräften, dass diese Strategie moralischen Ansprüchen nicht genügt. Zweitens betrachten wir einmal den technischen Aspekt etwas näher. Die Rüstungskontrollverhandlungen der Vereinigten Staaten und Russlands, beginnend in den 70er Jahren mit SALT, haben zu einem nuklearstrategischen Gleichgewicht mit der Folge geführt, dass diese Waffen sich nur gegenseitig vor einem eigenen Einsatz abschrecken. Hinzu kommt, dass in dem letzten Abkommen dieser Reihe, nämlich New START, das bis zum 5. Februar vergangenen Jahres übrigens von beiden Seiten präzise umgesetzt wurde, dass auch in diesem New START-Abkommen eine dramatische Reduzierung der beiderseitigen nuklearstrategischen
Kräfte erfolgt ist. Die Folge ist also eine weitere Einschränkung der strategischen Flexibilität. Damit stellt sich die Frage, ob die Europäer darauf vertrauen können, dass die Vereinigten Staaten nach wie vor den Willen haben, ihre Existenz für das Überleben Europas aufs Spiel zu setzen. Henry Kissinger hat bereits im September 1979 in seiner Brüsseler Rede offen ausgesprochen, dass die Vereinigten Staaten ihre nuklearstrategischen Waffen nur zum Schutz des eigenen Landes einsetzen werden. Nun könnte man meinen, es bleibt ja ein Rest an Unsicherheit auf Seiten eines möglichen Angreifers, so wie ein Rest von Vertrauen bei den europäischen Verbündeten bleibt, dass die Vereinigten Staaten im Falle eines Falles doch dann ihre gesamte Macht zum Schutz der Verbündeten aufbieten werden. Aber bereits im Dezember 2001 hatten die Vereinigten Staaten den ABM-Vertrag gekündigt, der sicherstellen sollte, dass sich keine Seite einen Vorteil verschafft, gegen die Bedrohung durch Interkontinentalraketen der anderen Seite geschützt zu sein, während er selbst gleichzeitig die Möglichkeit gewinnt, die eigenen Raketen offensiv einzusetzen. Die Vereinigten Staaten brachten sich jedoch mit der Kündigung des ABM-Vertrages in eine vorteilhafte strategische Situation gegenüber Russland. Und sie verstießen damit gleich zweifach oder gegen zwei tragende Säulen der bestehenden Sicherheitsarchitektur. Zum einen gegen den Grundsatz, dass es in der Nordatlantischen Allianz keine zwei Zonen unterschiedlicher Sicherheit geben darf. Europa also die gleiche Sicherheit beanspruchen kann, die europäischen Verbündeten, muss ich präziser sagen, die gleiche Sicherheit beanspruchen können wie die Vereinigten Staaten. Zum anderen wurde das sorgsam austarierte strategische Gleichgewicht zwischen Russland und den Vereinigten Staaten außer Kraft gesetzt. Spätestens jedoch, wer es bis dahin nicht verstanden hatte, sollte es spätestens mit der Kündigung des INF-Vertrages am 1. Februar 2019 durch Präsident Trump verstehen. Denn die Hoffnung auf strategische Einheit des Bündnisgebietes und gleiche Sicherheit für alle Verbündeten ist damit vollends ad absurdum geführt worden. Denn mit dem Ende des INF-Vertrages sind die vertraglichen Bindungen Russlands, kein eurostrategisches Mittelstreckenpotenzial aufzubauen, aufgehoben worden. Also entweder haben sie den Vertrag gebrochen und können nun in diesem vertragslosen Zustand weiter aufrüsten, oder sie haben ihn nicht gebrochen, dann können sie jetzt damit mit dieser Aufrüstung ja beginnen. Damit zerfällt das Gebiet des Nordatlantikvertrages in zwei Zonen unterschiedlicher Sicherheit und die Strategie der flexiblen Reaktion, die NATO-Strategie, ist damit nicht mehr durchführbar. Am 12. Juli 2018 hatte Präsident Trump noch gemeinsam mit allen Staats- und Regierungschefs der NATO erklärt, ich zitiere, "The Intermediate Range Nuclear, in Klammern INF, Treaty has been crucial to Euro-Atlantic security and we remain fully committed to the preservation of this landmark arms control treaty." Es geht mir darum, darzulegen, dass es nicht die mögliche, aber bisher noch nicht nachgewiesene Verletzung des INF-Vertrags durch Russland war, die die amerikanische Vertragskündigung ausgelöst hat. Es war vielmehr der strategische Wille, die Sicherheit der Vereinigten Staaten von der europäischen Verbündeten abzukoppeln und sich einen strategischen Vorteil gegenüber dem nuklearstrategischen Rivalen zu verschaffen. Und ich möchte nachweisen auch, dass das Clausewitz-Wort von dem gegenseitigen Willen, die in einem Kriege aufeinanderstoßen, auch für die konzeptionelle Strategie gilt. In diesem Zusammenhang muss ich nicht auf die russische Reaktion eingehen. Ich frage vielmehr,
wie sich der strategische Wille Europas in dieser Frage artikuliert. Schließlich ist Europa von der amerikanischen Entscheidung wesentlich stärker betroffen als Russland, das daraus ja sogar einen strategischen Vorteil ziehen könnte und es wahrscheinlich auch tut. Präsident Macron hat nach meiner Kenntnis als einziger europäischer Politiker in diesem Zusammenhang den Willen zur Behauptung Europas gegenüber den Vereinigten Staaten und Russland betont. Er begründete seine Forderung nach einer wahren europäischen Armee damit, dass er bereits bei der Ankündigung, dass der INF-Vertrag gekündigt werden soll durch Präsident Trump, dies als eine Gefahr für Europa bezeichnete. Er sagte, Europa und seine Sicherheit sind die Hauptopfer dieser einseitigen Maßnahme. Und er fuhr fort, deshalb muss Europa sich verteidigen können, wörtlich mit Blick auf China, auf Russland und sogar auf die USA. Dieser strategische Überlebenswille Europas, wie es der britische Historiker Timothy Ash formulierte, die Selbstbehauptung Europas, wird offenbar nicht von allen Politikern geteilt. Die deutsche Bundeskanzlerin jedenfalls erklärte in ihrer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar, die Kündigung sei unabwendbar gewesen. Wenn wir fragen, was es bedeutet, dass in einer so elementaren außen- und sicherheitspolitischen Frage ganz offensichtlich der Wille zur Durchsetzung der geostrategischen Interessen eines Landes fehlt, führt uns das zurück zu unserem Ausgangspunkt. Zum Zusammenhang von Strategie und dem Willen der jeweils Handelnden, seines Politiker oder militärische Führer. Der Wille zur Entscheidung und zum Handeln bildet sich aus der Logik von Verständnis, Einsicht und Überzeugung. Ich habe schon einmal an ganz anderer Stelle gesagt, unseren Politikern, ich bin ja jetzt hier im Ausland, deshalb sage ich unseren Politikern, zumindest unseren Deutschen, möglicherweise auch anderen europäischen Politikern, fehlt es an außen- und sicherheitspolitischem Weitblick und an strategischem Urteilsvermögen. Soweit diese Fähigkeit beim Militär vorhanden ist, wird sie durch den Primat der Politik und die berechtigt geforderte politische Loyalität, die ja zu einer Demokratie gehört, überlagert. Ich versage es mir an dieser Stelle auch auf die Medien einzugehen. Ich glaube, da können Sie sich selbst Ihr eigenes Urteil bilden. Meine Damen und Herren, wenn wir über die Bedeutung des Willens in der Strategie sprechen, dann darf man die Kuba-Krise 1962 nicht unerwähnt lassen. Der amerikanische Präsident Kennedy zwang damals seinem russischen Gegenspieler Khrushchev seinen Willen mit der Drohung auf, Waffengewalt zur Durchsetzung seines strategischen Ziels einzusetzen. Die Konfrontation wurde ohne Gesichtsverlust für beide Seiten beendet, weil Kennedy zugleich den Rückzug amerikanischer Nuklearraketen aus der Türkei anbot. Eine ähnliche Lösung zeichnet sich im Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran bisher nicht ab. Die Vorgeschichte mit der Kündigung des Atomabkommens ist ja bekannt. Dann kamen die Anschläge auf Schiffe im Golf von Oman und am letzten Donnerstag der Abschuss der amerikanischen Global Hawk-Drohne. Präsident Trump hatte ja persönlich Vergeltung angekündigt, den Einsatzbefehl aber 15 Minuten vor der festgesetzten Zeit zurückgezogen. Nach seinen Angaben, weil ihm mitgeteilt wurde, dass der Luftangriff 150 Todesopfer fordern würde. Es ist diese Entscheidung, die seither breit kommentiert und jeden Tag aufs Neue interpretiert wird. Zunächst zur Strategie. Vereinfacht gesagt geht es um die Rivalität der beiden Regionalmächte Saudi-Arabien und Iran. Wer von beiden seinen politischen und strategischen Anspruch als Hegemonialmacht durchsetzen kann. Dabei spielen zwei andere Mächte, nämlich die Türkei und Israel, jeweils eine Sonderrolle. Und schließlich geht es auch um den Einfluss natürlich der beiden Großmächte Russland und die Vereinigten Staaten. Die
Konflikte in Syrien und im Irak stehen als Beispiel dafür, dass sich die komplexe Rivalität dieser Großmächte auch in gewaltsamen Auseinandersetzungen entladen kann. Viele Menschen fragen sich heute, ob die Vereinigten Staaten wirklich willens sind, ihre Strategie in dieser Region auch mit militärischer Macht durchzusetzen. Die Rechtfertigung dafür könnte man im Abschuss der Drohne sehen. Ob das völkerrechtlich tragfähig ist, will ich nicht diskutieren. Aber eine Demokratie wie die Vereinigten Staaten braucht immer einen überzeugenden Grund für den Beginn eines Krieges. Notfalls wird er auch einmal geschaffen, wie wir 2003 beim Irakkrieg oder 1964 als Rechtfertigung für den Vietnamkrieg gesehen haben. Ja, schon 1898, der amerikanisch-spanische Krieg, wurde durch einen angeblichen Anschlag auf die USS Maine im Hafen von Havanna ausgelöst, bei dem 200 amerikanische Seeleute getötet wurden. Es stellte sich später heraus, dass dies nicht die Folge eines Angriffs der Spanier war, sondern durch eine Explosion im Kohlebunker der Maine verursacht wurde. Warum also haben die Vereinigten Staaten jetzt nicht gegen den Iran zugeschlagen? In der Strategie gilt der Grundsatz, einen Konflikt bis zum Ende zu denken und dabei sowohl die Optionen des Gegners als auch die eigenen Reaktionsmöglichkeiten zu betrachten. Der Wille zu einem Vergeltungsangriff kann stark sein, aber wird er auch auf einer höheren Eskalationsstufe, Reaktionsstufe noch tragfähig sein? Wird er dann vor allen Dingen tragfähig sein, wenn der Gegner seine eigenen Möglichkeiten ausspielt? Ein amerikanischer Vergeltungsschlag hätte den Iran schwer getroffen, das steht sicherlich außer Frage. Aber als Folge könnte der Iran eine ganze Reihe von Optionen erfolgreich ausführen, die für die Vereinigten Staaten sehr schmerzlich wären und deren Selbstbewusstsein erheblich treffen würden. So beispielsweise auf amerikanische Stützpunkte in der Region, in Syrien oder im Irak, die Besetzung der Bahrain-Insel, was ohne große Probleme für den Iran möglich wäre, Anschläge der Hisbollah gegen Israel, die Zerstörung eines Großteils der saudischen Ölfelder oder ein stärkeres Vorgehen gegen Saudi-Arabien im Jemen. Nicht zu vergessen die eindrucksvollen Cyberfähigkeiten, über die der Iran verfügt wird. Die immer wieder genannte Sperrung der Straße von Hormuz, beispielsweise durch Minen, will ich in diesem Zusammenhang nicht unterschlagen, obwohl ich diese Option als nicht sehr hoch bewerte. Ich bin der Überzeugung, dass die Vereinigten Staaten den geplanten Vergeltungsschlag deshalb abgesagt haben, weil ihnen bewusst war, dass eine Eskalation bis hin zu einem offenen Krieg nicht sinnvoll ist, und zwar deshalb, weil sie diesen Krieg nicht gewinnen können. Im Pentagon wird man sich vielleicht an die sogenannte Persischer Golfstudie von 1978 erinnert haben. Die damalige Aufgabe bestand darin, eine sowjetische Invasion in den Iran zu verhindern, indem die gegnerischen Kräfte vom Norden in den Süden zurückgedrängt und die wertvollen Ölfelder erobert werden. Das Ergebnis war, dass der Einsatz von 300 bis 400.000 US-Soldaten notwendig wäre, um einen solchen Angriff abzuwehren. Damals war das Schah-Regime noch auf amerikanischer Seite und auch die iranische Bevölkerung war sehr amerikafreundlich eingestellt. Bei der Größe des Landes mit einer Bevölkerung von etwa 80 Millionen würde eine Invasionstruppe von 120.000, wie sie kürzlich beziffert würde, innerhalb kürzester Zeit eine katastrophale Niederlage erleiden. Heute wären Streitkräfte in der Größenordnung von 600.000 bis 650.000, eine Vorbereitungszeit von 6 bis 8 Monaten, die Stationierung dieser Kräfte in den Nachbarländern mit gewaltigen Mengen an Ausrüstung, Munition, Material, Treibstoff und Verpflegung notwendig. Meine Damen und Herren, Auch dieser Fall zeigt, dass selbst ein nicht militärischer Konflikt immer auch ein Kräftemessen des Willens
beider Seiten ist. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. So. Diskutieren wir noch ein bisschen. Aber klar. Ich höre Sie. Passt. Wunderbar. Ah, die Frage ist unsere Dolmetscher. Das ist das Problem. Ich darf mich für den brillanten Vortrag bedanken, für die weitsichtige, weitgespannte, umfassende Beurteilung. Es ist für uns, nachdem wir es zur Zielsetzung unserer Konferenz gemacht haben, strategisches Denken wieder zu erwecken und damit auch ein bisschen Kritik an der europäischen Politik zu üben, die keinen wirklich sichtbaren strategischen Willen entwickelt. Das ist aber aus unserer Ebene natürlich ein bisschen vermessen und verwegen, das zu behaupten. Wenn jemand mit Ihrem Hintergrund das tut, ist das Wasser auf unsere Mühlen und hat ein anderes Gewicht, und dafür sind wir höchst dankbar. Ich möchte aber diesen Vortrag nicht mit allgemeinen Randbemerkungen verwässern, sondern einfach, da es sicher eine Menge von Fragen gibt, dass die Diskussion eröffnen. Bitte schön, wer hat Fragen? Herr General. Wir haben heute Morgen schon darüber gesprochen, das große Problem gestern auch ist ja im militärischen Bereich, und das haben Sie ja als Chairman Military Committee erlebt, ist das ja alles durchdekliniert bis zum letzten Grenadier eigentlich. Und Sie haben es ja selbst gesagt, im politischen Bereich eben nicht. Mhm. Es gibt dort keine Schulung, es gibt dort keine Disziplin, es gibt dort nicht das Adaptieren von Entscheidungsprozessen, wie wir sie im militärischen Bereich haben. Sehr deprimierend. Wie sehen Sie da die Zukunft? Ja. Ja, vielleicht noch einen Satz dazu. Es gehört sich vielleicht nicht, dass ich das hier in Österreich sage, aber wir sind ja hier entre nous. Also wenn eine deutsche Bundeskanzlerin in einer solchen Situation sagt, das ist unabwendbar, dann ist das sozusagen die Aufgabe von Politikfähigkeit. Das muss man ganz klar sagen. Muss ich nur einmal vorstellen, dass in der gleichen Situation, die Situation war ja ähnlich 1978, 79, ein Helmut Schmidt und später ein Helmut Kohl sich genauso verhalten hätten, dann gäbe es kein wiedervereinigtes Deutschland heute. Dann würde die Situation in Europa insgesamt völlig anders aussehen. Und diese Aussage wird dazu führen, dass das auch in Zukunft sein wird. Es wird gravierende Veränderungen in der Mächtebalance, auch in der europäischen Sicherheitsstruktur, werden sich einstellen, weil wir eben unfähig sind, offensichtlich die Dinge in unserem Sinne oder auch im europäischen Sinne zu beeinflussen oder vielleicht auch unwillig, ich weiß es nicht. So, ich glaube, wir sprechen Tag und Nacht heute über Klimafolgen, aber die Folgen dieser Entscheidung, die sind überhaupt nicht absehbar. Aber das verstehen die wenigsten leider. Danke, ich werde dann auf Englisch sprechen. Ich komme aus Norwegen. And my question is related to this lack of willingness to face reality in European politics. We have Macron and the French have a tremendous strategic culture. The British have a strategic culture, although it is in a way attacked a lot by postmodernism these days. The Germans, the rich, the biggest country, we are waiting for Germany to change, to be able to lead again. And this is very, very well illustrated by the INF situation we are now in. There is no willingness to even talk about it, and the Americans are not pushing it because they know that there will be protestations in the streets again, like the Pershing time. So this is really ominous. And when we know that migration is bound to come back as a major, as a mega trend, it is this, I'm trying to find empirical illustrations and proof of this, is this mentality, this mindset of not wanting to control state borders,
not having any national consciousness of the state, of the nation state. And this, in a way, is something that can perhaps be rectified by external shocks only, but then it may be too late. Your comments on this, please. Yeah. Ich antworte auf Deutsch, wenn das okay ist. Ja, es ist leider, das Problem ist leider, dass diese Entwicklung, die ich versucht habe zu beschreiben, seit Mitte der 70er Jahre, diese ständige Veränderung des Kräfteverhältnisses der beiden nuklearstrategischen Supermächte zueinander, enormen Einfluss auf unsere Lage hat. In den 70er Jahren war es Helmut Schmidt, der zusammen mit Giscard d'Estaing, damals Gott sei Dank, und dem französischen Premierminister, den Präsident Carter, dazu gezwungen hat, auf Guadeloupe diese Systeme mit einzubeziehen. Die Forderung war ja, damals war SALT. Die Amerikaner und die Russen haben verhandelt und haben die eurostrategischen Systeme völlig außer Betracht gelassen. Und Schmidt hat gesagt, entweder ihr bezieht die in die nuklearstrategischen Verhandlungen mit ein, oder aber es gibt separate Verhandlungen. Er hat Carter gezwungen. Niemand hat Präsident Trump gezwungen, irgendetwas für unsere Sicherheit zu tun. Und man muss sich das einmal überlegen, was ich habe die genaue Zahl, müsste ich nachgucken. Es sind dann ja bis 2001 die nuklearstrategischen Systeme Russlands über 1800 und der Amerikaner über 900 vernichtet worden. Jede dieser Waffen, der russischen hatte drei Gefechtsköpfe, jeder dieser Gefechtskopf hatte eine Sprengkraft des Fünffachen der Hiroshima-Nagasaki-Bomben. Wenn Sie einen Taschenrechner dabei haben, rechnen Sie mal aus, was das bedeutet. Und etwas Ähnliches steht uns jetzt wieder bevor. Und jetzt kommt noch hinzu, im nächsten Jahr müsste der New START-Vertrag um weitere 5 Jahre verlängert werden, der ja eine enorme Reduzierung vorsieht auf rund 700 stationierte Systeme auf jeder Seite. Und damit wird die Situation ja, die Flexibilität ja noch geringer. Das heißt, man schafft sich dann natürlich einen Ausgleich dafür. Und die Russen werden das tun, auch wenn Putin gesagt hat, wir machen das nur, wenn die Amerikaner stationieren, er wird es tun. Und die großen Fragen, es ist leider so, das muss man glaube ich sagen, dass die großen Fragen unserer Zeit von vielen dieser Politikergeneration eben nicht verstanden wird, vor allen Dingen der außen- und sicherheitspolitischen Fragen. Sie haben auch die Migration angesprochen. Wir reden immer darüber, wir müssen die Ursachen bekämpfen. Aber niemand spricht ehrlich und offen über die Ursachen. Denn was wir im Augenblick erleben, das ist ja ein laues Lüftchen mit 680.000 Migranten, die jedes Jahr nach Europa kommen. Das wird der Sturm, der da kommt, der Tornado, der baut sich ja erst langsam in Nordafrika auf. Und dann sagen wir ja, wir geben denen Geld und dann gehen die wieder zurück. Das sind alles Hilfsmaßnahmen. Wissen Sie, aus meiner Sicht, natürlich spielt das Klima und die Veränderung eine Rolle. Aber es gibt im Wesentlichen drei Ursachen. Die erste Ursache ist, wir haben in dieser Region, und zwar von Mittelnahost bis südlich der Zone südlich der Sahara, seit 1998 die größte Dürrekatastrophe seit 900 Jahren. Die Menschen sind, nehmen wir den Fall Syrien, dann immer stärker weil die Tiere verendeten, die konnten nicht mehr getränkt werden. Wasser spielt auch eine große Rolle dabei. Nicht die Türken haben 16 Staudämme gebaut, um den Tigris zu stauen. Da kommt kaum noch ein Tropfen Wasser in Syrien und im Irak an. Das wird bei uns nicht thematisiert, weil wir die Türken brauchen. Dann sind die Bauern in die Städte von Homs und Damaskus gegangen und haben dann natürlich in den Slums gelebt und die syrische Regierung hat, wie die es so ist, eben darauf reagiert, auf ihre Art, mit Unterdrückung. Und so ist der Aufstand entstanden. Und die Menschen haben, die Terroristen haben diese Möglichkeit genutzt, so wie sie die beispielsweise auch Herr Milotaz, Sie wissen das, auf dem Balkan genutzt haben. Da kamen die auch von allen Seiten in dieses Vakuum rein. Und das Dritte ist,
Wir haben durch die Kinderehe, Frauen, Kind, Mädchen werden ab 13 Jahren verheiratet, haben wir Familien mit 7, 8, 10, 12 Kindern, die keine Schule besuchen, die ungebildet sind, die keinen Beruf ausüben und die jungen Männer, die das Ergebnis dieser Entwicklung sind, das sind eben die, die hierher kommen. Es sind nicht die Zahnärzte und die Ärzte und Wissenschaftler, die hierher kommen, sondern es sind die ohne Schulbildung. Ja? Was wir erleben in Deutschland ist, dass die Wissenschaftler, die junge wissenschaftliche Intelligenz geht nach Amerika. Selbst aus meinem Bekanntenkreis kann ich das sehen, weil sie dort am besten gefördert werden. Und rein kommen die Analphabeten. Das ist die Entwicklung, die wir im Augenblick durchmachen. Wir wären jetzt an und für sich bereits in der Pause. Ich denke aber, wenn wir den Herrn General schon hier haben, wird es in Ihrem Sinne sein. Ich hoffe auf Ihre Zuschauer, dass wir noch zwei Fragen zulassen. Ich würde aber versuchen, die beide zusammenzunehmen. Oberst Ettmeier. Danke, Herr General. Nur eine kurze Frage. Sie haben USA, Iran angesprochen. Meine Frage wäre, die meisten Kriege hat ein amerikanischer Präsident zu Beginn seiner Präsidentschaft gestartet. 15 Monate vor der nächsten Wahl, ist es realistisch, dass hier ein amerikanischer Präsident einen Krieg startet? Ja, Stefan Bayer von der Führungsakademie, Herr Gürt, vielen Dank für Ihren Vortrag. Die Wahrnehmung von Beratung wissenschaftlicher Art in Deutschland ist eine andere als in anderen Regionen. Wir sind jetzt gerade von dem neu gegründeten GIDS in Südamerika gewesen, hatten dort strategische Gesprächspartner bis hin zur politischen Ebene. Das wäre ein Vorschlag auch an Herrn Peischel ein Stück weit in dieser Konferenz, genau dieses Adressatenfeld noch stärker mit zu berücksichtigen. Meine konkrete Frage an Sie, der Auftrag unserer Ministerin besteht darin, dass wir auch wissenschaftliche Politikberatung nicht nur unseres Hauses, sondern der gesamten Bundesregierung und natürlich dann auch Bündnispartner mit berücksichtigen sollen. In Amerika, Südamerika konkret, funktioniert das relativ gut. In Deutschland ist das echt schwer. Und die Frage an Sie, welche Möglichkeiten des Handelns da ganz konkret Sie uns anempfehlen würden. Dankeschön. Naja, das Problem bei uns ist, in Amerika haben Sie einen sehr starken Austausch zwischen der Wirtschaft, der Wissenschaft und den jeweiligen Administrationen. Wenn ein Regierungswechsel eintritt, dann haben Sie im Grunde genommen 6, 8 Monate Stillstand, weil der gesamte Apparat ausgetauscht wird. Das ist bei uns nicht der Fall. Bei uns haben Sie leider das Problem, dass unser politischer Nachwuchs im Grunde genommen in die Politik eintritt, ohne etwas gelernt und ohne etwas geleistet zu haben. Das ist so. Schauen Sie mal in das Handbuch für den Deutschen Bundestag. Die meisten, die dort sitzen, sind Studienabbrecher. Keiner hat sein Studium zu Ende geführt von denen. Das ist so. Man sucht dann das Heil in der Politik. Das Zweite ist, es werden die Politiker hin und her geschoben, ohne Rücksicht darauf, ob sie die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen oder nicht. Da wird der CDU-Generalsekretär wird abgelöst. Was macht man? Man macht ihn zum Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Unabhängig davon, ob er irgendwelche Voraussetzungen hat. Das ist bei uns, in Amerika ist der große Nachteil, dass sie diesen Stillstand haben. Bei uns haben sie eben die, jedenfalls für eine gewisse Zeit, und bei uns haben sie diese permanente Lähmung und die Inkompetenz auf verschiedenen Ebenen. Es ist im Grunde genommen, das Parteiensystem bei uns ist im Grunde genommen, wie das in Amerika heißt, Stovepipe-mäßig organisiert. Sie treten eine Partei ein, sie werden Kreisvorsitzender, sie werden Landtagsabgeordneter, sie werden Bundestagsabgeordneter und plötzlich wachen sie auf und sind Minister. Ja. Das ist ein großes Problem bei uns. Was die wissenschaftliche Beratung betrifft, wir haben ein Institut, das ist das SWP, die wissenschaftliche Beratung macht. Ich habe das ja selbst, ich habe ja auch einige Jahre, 4 Jahre im Kanzleramt gearbeitet und habe da auch die Aufträge an die SWP mitgegeben. Da setzt man sich eben zusammen und überlegt, was können sie uns leisten. Aber, und das ist gar nicht so schlecht, was die machen, aber es ist alles langfristig angelegt. Es sind Studien, die brauchen monatelang. Die Ad-hoc-Beratung, ja, zum Beispiel, da wird eine Drohne abgeschossen,
Zwei Stunden später sagt Präsident Trump, ich werde Vergeltung üben. Wer berät dann? Ja? Und sind diejenigen, die tatsächlich beraten, sind die hinreichend qualifiziert oder nicht? Das ist bei uns ein großes Problem. Langfristig ist das gar nicht so schlecht. Da muss man fair sein, glaube ich. Ich habe zu Ihrer Frage noch einen Punkt vergessen. Der dritte Punkt, der ursächlich ist für diese Situation, das ist der 18. Oktober 680. Ja, am 18. Oktober 680 fand die sogenannte Schlacht bei Karbala statt im Irak. Und in dieser Schlacht ist Hussein, der Enkel Mohammeds, mit seiner Sippe, muss ich sagen, Familie und dem Clan, 74 Personen, darunter Kleinkinder, Babys, abgeschlachtet worden. Und das ist der Ausgangspunkt für den jahrhundertealten Kampf zwischen Sunniten und Schiiten. Und der findet auch in Europa statt. So. Herr General, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben die Misere Europas angesprochen, die fehlende strategische Ausrichtung, und Sie haben zwei mögliche Gründe genannt. Einmal, entweder es fehlt die Fähigkeit oder es fehlt der Wille. Damit ist die Brücke zu unserem Thema hundertprozentig geschlagen. Ich darf auch Ihnen für die hervorragenden Fragen, für die sehr fruchtbare Diskussion danken. Ich darf zu einer Kaffeepause einladen und Sie ersuchen um 15.50 Uhr zum Panel des General Hofbauer. Maritime Aspekte der Strategie, nicht Seestrategie, wieder in Leersalzig ein. Herzlichen Dank.